in der Startformation. Malone hinten, der mit den weiten Einwürfen. Und Gröning bekommt den Vorzug vor Dittgen. Und dafür erstmal Lokoc auf der Bank. Der Stürmer Otto rutscht eins nach vorne neben Maxi Wolfram. Los geht's. Der Abschluss des 30. Spieltags der dritten Liga läuft. Und die Fährler zunächst vorn. Aber eben die spielstarken Fährler. Jedenfalls gewillt das Spiel aufzuziehen. Toller Ball für Maxi Wolfram. Wolfram, die Chance! Und es steht 1-0 für den Sportclub Fährler. Ausgerechnet der Ex-Ingolstädter Maxi Wolfram mit dem Tor in der vierten Minute. Zentrum von Sessa nimmt den Kopf nochmal hoch und dann genau in die Schnittstelle. Lorenz kommt zu spät und Funk kann eben nur abklatschen. Das ist wirklich eine Einwurfflanke. Wir sehen es hier, super Kopfball, aber dann zu lange in der Luft, zu ungefährlich, der Versuch von. Ja, nicht so unfair, finde ich. Immer mal wieder. Bisschen hier faul, bisschen da. Dann hat die Gelbe ja gesehen unter anderem, aber wird der Schiedsrichter unterbrochen. Eine gute Linie. Was ein Lapsus von Seifert. No look von Maxi Wolfram. Die Chance für die Fährler. Nikola Sessa. Vom Personal her kann man einen Maxi Dittgen bringen. Ich denke auf jeden Fall wäre das eine gute Option. Option Nummer 1. Und die ist richtig gut, die Ecke. Die gefährlichste bis hierhin in der 43. Sind so die letzten Züge, die letzten Momente des ersten Durchgangs. Und das war's. Der Sportclub Fährl führt mit 1-0 dank des Treffers von Maximilian Wolfram in der vierten Minute. Saison kniert jetzt in Bielefeld und die Fährler mit einem Dreier heute können sich auch aus der Abstiegszone weiter entfernen. Einen Riesensprung machen die zweite Halbzeit. Sie Malone. Malone! Außenpfosten und der war auch noch abgefälscht. Also gibt's die Ecke. Oh, Pernod und Unbehauen. Ganz cool, ganz sachlich. Das gemanagt. Aber kaum das Lob, dann der Fehler von Tombak. Rakulic, super. Gegen drei, die Chance für Ingolstadt. Und erneut scheitert Mause. Und nochmal K.O. und der geht nur daneben. Und das war's. Der Sportclub Verl entführt 3 Punkte aus Ingolstadt. 1-0 dank des Treffers in der vierten Minute vom Ex-Ingolstädter. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.